Hey Pyros und damit recht herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog über das Silvester in Polen. Ja, es gibt einiges zu sehen, wir haben auch einiges erlebt, muss man sagen. Also es war echt mal interessant, das im Ausland zu feiern und natürlich als Pyro auch mal dort einiges an geilen Feuerwerk zu kaufen, auch wenn es nicht billig war, das muss ich sagen. Ich werde euch jetzt einfach mal ein paar bewegte Bilder einblenden, was wir so gekauft haben, was es einfach so gab. Das ist nur mal ein kleiner Eindruck. Ich habe dieses Jahr ehrlich gesagt gar nicht so viele Aufnahmen gemacht, weil ich einfach mal Silvester genießen wollte und mir einfach mal einen entspannten gemacht habe, ohne ständig die Kamera drauf zu halten. Was auch gut so war, muss ich sagen, da in letzter Zeit meine, naja, ich sag mal Vorfreude einfach nicht so groß war wie in den letzten Jahren noch zuvor. Also jetzt erstmal viel Spaß mit den bewegten Bildern.
Produktionsfehler? Ich denke einfach Kosten sparen. Ja. Wir wollen schneller zünden. Nachdem wir uns warm gezündet haben, sind wir dann zurück in die Stadt gefahren und haben dort tatsächlich einige polnische Jugendliche getroffen, die auch Deutsch sprachen. Und ja, die haben uns dann diese Stelle empfohlen. Das ist so ein großer Marktplatz in der Stadt, wo wir uns jetzt seht. Da haben wir dann noch eine Weile gezündet, auch mit denen zusammen. Und ja, im Großen und Ganzen war das dann der Silvestervorabend, beziehungsweise die Zeit so bis 22, 23 Uhr. Und 0 Uhr gab es dann die totale Eskalation. Allerdings nur, ja, für eine gewisse Zeit. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Bleibt sauber. Scheiße ins Messer. Thank you.
So, und das soll es schon gewesen sein mit einigen Eindrücken von unserem Silvester in Polen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe nicht die ganze Zeit die Kamera dabei gehabt, sondern wollte auch einfach mal vieles genießen, auch einige der 50mm Batterien. Deswegen habe ich die gar nicht aufgenommen. Ja, wenn ihr selber mal Silvester in Polen feiern wollt, dann empfehle ich euch definitiv, macht das in einer großen Stadt, macht das in einer Truppe mit ein paar Leutchen, dass es cool wird, weil es ist einfach anders und vor allem war es schnell vorbei. Es war 0 Uhr Dauerfeuer und gefühlt eine Dreiviertelstunde später war alles zu Ende. Und in dem Sinne, macht's gut, Pyros. Ciao, ciao.